Ein Berg, der auf der Welt unter vielen Menschen als der schönste Berg der Welt gilt. Er ist hoch, sieht gewaltig und wahnsinnig ausladend aus. Und trotzdem zieht es jedes Jahr viele Menschen hin, um ihn zu besteigen. Die Rede ist natürlich vom Aconcagua. Willkommen zu Berge im Porträt. Der Aconcagua steht in Südamerika, genauer gesagt im Westen Argentiniens, ganz knapp an der Grenze zu Chile. Besonders ist vor allem seine Höhe, er ist nämlich 6.961 Meter hoch. Und damit ergeben sich gleich mehrere spannende Tatsachen über den Aconcagua. Zunächst mal ist er der höchste Berg Amerikas und nicht nur Südamerikas, komplett Amerikas. Spannend ist auch, dass er mit 6.961 Metern auch der höchste Berg der südlichen Hemisphäre darstellt und auch der höchste Berg außerhalb des Himalayas ist. Da ist es nur naheliegend, dass er äußerst begehrt ist. Aber wie kam es eigentlich dazu? Warum ist der Aconcagua so eine gigantische Berühmtheit, wenn man die anderen hohen Berge Argentiniens wie den Casadero oder den Monte Pisces kaum kennt? Das hängt wahrscheinlich maßgeblich mit seiner Höhe zusammen, aber vielleicht auch mit seiner Geschichte. Denn auch wenn über die Erstbesteigung relativ wenig spektakuläres Drama bekannt ist, die Zeit zwischen der Erstbesteigung und heute wurde oftmals für spannende Rekorde und waghalsige Experimente genutzt. Doch die Erstbesteigung selbst lief fast zu perfekt, könnte man meinen. Richtig entdeckt und vermessen wurde der Aconcagua vom berühmten Forscher Robert Fitzroy, dessen Person auch später ein Gipfelname entspringen würde. Das war bereits 1834 der Fall, ist also fast 200 Jahre her. Die Erstbesteigung aber, ja, die musste noch länger warten. Es ist das Jahr 1897. Bereits einige Jahre zuvor hatten es Deutsche probiert, scheiterten aber vor allem an der einen berüchtigten Eigenschaft des Aconcaguas, die sie so spannend macht. Aber dazu gleich mehr. 1897 gelang es dem Team, um den Briten Edward Fitzgerald den Aconcagua zu besteigen. Fitzgerald selbst stand aber nicht oben, denn er sollte es im großen Expeditionsteam körperlich nicht schaffen. Jedoch aber schaffte es der Bergführer Matthias Zurbriggen aus der Schweiz. Seine Begleitung kümmerte sich um den Organisator Fitzgerald, sodass die beiden erst einen Monat später letztlich am Gipfel standen. Doch warum gelang vor so langer Zeit schon so eine gewaltige Erstbesteigung eines so immens hohen Bergs? Zum Vergleich, der Mount Everest wurde ein halbes Jahrhundert später erst bestiegen. Auch der Denali, der deutlich kleiner ist, auch der sollte erst 20 Jahre später dran sein. Warum wollten die Briten und Schweizer unbedingt darauf und warum gelang es ihnen einfach so? Eine berechtigte Frage, die sich vor allem mit der Tatsache erklären lässt, dass der Aconcagua zwar wahnsinnig hoch ist, immerhin fast 7000 Meter hoch, aber nicht sonderlich schwer. Im alpinistischen Kreisen gilt er als Wanderberg, unter Anführungszeichen, als ein Berg, der keine Kenntnisse des Bergsteigens voraussetzt. Und tatsächlich, auf den ersten Blick mag es wahrlich so scheinen, als wäre der Aconcagua, naja, fast schon belanglos, wenn man sich die Beschreibungen zum Normalweg beispielsweise einfach mal so durchliest. Dass das aber oftmals trügerisch ist, das erkennt man meistens erst auf den zweiten Blick. Der Aconcagua bietet einen sehr gemäßigten und unspektakulären Aufstieg. Und das, obwohl er als einer der wenigen Berge in Argentinien eigentlich gar kein Vulkan ist. Denn gerade Vulkane sind in der Regel durch den Aufbau meist leichter zu besteigen, aber dank der ersten Expedition vor bald 130 Jahren hat man heute einen Normalweg, der auf dem Papier durchaus zu bewältigen wäre. Wären da nicht zwei Faktoren, die den Aconcagua unberechenbar machen? Die Höhe und das Wetter. Denn ja, auch wenn man meinen mag, dass man einen Wanderberg einfach erwandern kann, ja, dann sollte man sich nicht täuschen. 7000 Meter ist für den Körper oftmals schon Anstrengung genug, vor allem wenn man keine vergleichbaren Höhen kennt. Einer der häufigsten Gründe für eine gescheiterte Expedition am Aconcagua ist nämlich die Höhenkrankheit, als eine der größten Bedrohungen im Höhenbergsteigen, ganz allgemein. Jedoch teilt sich die Höhenkrankheit den ersten Platz am Aconcagua jedenfalls mit dem Wetter. Denn das Klima der Anden ist unvergleichbar. Wer glaubt, dass man im Himalaya mit launischen Witterungen kämpfen muss, der kennt die Anden nicht. Denn hier kommt es gerne mal vor, dass sich das Wetter binnen weniger Minuten ändern kann. Das hängt maßgeblich mit den extremen Windgeschwindigkeiten an der Westküste zusammen. Und diese ist nicht gerade weit entfernt. Und somit verlieren auch langfristige Wettervorhersagen vollständig an Bedeutung. Denn wenn der Bericht für am Montag, für Freitag schönes Wetter sagt, dann wäre das in etwa so, wie wenn hierzulande heute gesagt wird, dass das Wetter am zweiten Sonntag im Mai schön wird. Was das konkret bedeutet, ist eigentlich recht leicht gesagt.
Windgeschwindigkeiten bis 160 km/h sind am Aconcagua keine Seltenheit. Schneestürme und klarer Himmel im Wechsel alle 20 Minuten, auch das kann ganz leicht passieren. Regenschauer mit 100 Litern und mehr, ebenfalls möglich. Die Konsequenz? Unzählige Expeditionen mussten dem Aconcagua schon den Rücken kehren. Manche Menschen scheiterten aufgrund der technischen Voraussetzungen kein einziges Mal, aber schon 10-mal oder öfter, ob des Wetters, ganz ohne Gipfelfoto, wieder ins Basislager ab. Grundsätzlich aber ist der Aconcagua eine Schönheit. Die karge Landschaft bietet trotzdem auch viele verschiedene Eindrücke. Gerade zu Beginn der Aconcagua-Tour hat man mehr das Gefühl, durch karge Landschaften zu wandern, in denen doch irgendwie aber Leben möglich ist. Das wandelt sich aber schnell, sobald man in die felsigen Zonen des Gebirgsstocks blickt. Etwas weiter oben natürlich. Grundsätzlich ist durch die technisch einfache Normalroute vor allem die Infrastruktur deutlich besser, als man das vielleicht von anderen Bergen Patagoniens so kennen würde. Der Zustieg zum Basecamp beginnt schon bei 2950 Metern, womit lediglich 4000 Höhenmeter bei der gesamten Expedition zurückzulegen sind. Gut, vielleicht kein Vormittagsspaziergang, aber über viele Tage verteilt definitiv eine machbare Angelegenheit. Außerdem gibt es theoretisch auch Unterstützung. Viele Expeditionsanbieter setzen auch auf die Zuhilfenahme von Tragetieren, aber auch Menschen als Porter. Verpflichtend ist das Gott sei Dank in dieser Region aber noch nicht. Ganz anders sieht es aber mit den Alternativwegen aus, denn hier wird aus einer lockeren, fast 7000er Expedition eine alpinistische Herausforderung. Zwei bekannte Wege auf den Aconcagua gelten als gut machbar, aber dennoch als alpinistisch und mehr oder weniger anspruchsvoll. Da wäre einmal die Nachahmung und Abänderung der Route über den Polengletscher. Polengletscher übrigens deshalb, weil diese Route erstmals von einer Gruppe Polen 1934 absolviert wurde. Die Polenroute oder auch die Abwandlung namens falsche Polenroute ist etwas spannender. Hier hat man auch mal Gletscherkontakt und kriegt etwas andere Eindrücke als am Normalweg. Je nach Variante wird über diesen Anstieg der Aconcagua tatsächlich nicht nur hoch, sondern auch spannend. Aus alpinistischer Sicht gibt es aber noch eine Wand, die das alles locker toppen kann. Die Aconcagua Südwand. Sie ist mindestens so schön wie auch berüchtigt. Denn die Verhältnisse in der Aconcagua Südwand leiden sehr unter der Klimaerwärmung, was man auch auf niedrigeren Nordwänden der Alpen beispielsweise ganz gut beobachten kann. Doch vor allem die Länge und der Anspruch, die sind es. Denn normale Durchstiege dauern hier ebenfalls gerne 2 Tage oder länger und das bei schnellem Fortkommen. Kombiniert man das mit dem launischen Wetter des Berges, ist das eine durchaus brisante Angelegenheit. Doch auch die technischen Schwierigkeiten lassen Eiger-Nordwand-Bezwinger zumindest aufhorchen. Am jugoslawischen Weg durch die Südwand beispielsweise gilt es im Schwierigkeitsgrad 6A3 einwandfrei zu klettern und auch Eispassagen mit 70 Grad und mehr. Natürlich alles sehr abhängig von den Verhältnissen. Und nicht umsonst kam auch einst Reinhold Messner, um die Südwand zu bezwingen. Die berühmte Südwand des Aconcaguas bleibt für die meisten Alpinisten vor Ort jedoch nur ein Traum. Denn der Tourismus hat in den letzten Jahren, zumindest vor Corona, schon für eine schwierige Atmosphäre am Berg gesorgt. Denn auch hier wollen über den Normalweg immer mehr Menschen letztlich hoch. Zu Recht kommen einem Vergleiche mit dem höchsten Berg Afrikas in den Sinn, dem Kilimanjaro. Aber tatsächlich ist es nicht ganz so schlimm. Durch den mühseligen Zustieg, der einfach ewig dauert, hält sich die Beliebtheit bei Selfie-Touristen doch öfters mal in Grenzen. Und nicht nur das. Die Erfolgswahrscheinlichkeit auf diesem Berg ist durch das Wetter nicht so hoch wie im Kilimanjaro. Tatsächlich hat bei objektiven Gefahren sogar der Mount Everest eine höhere Erfolgsquote, wenn man die Höhenkrankheit ausklammert. Das zeigt, dass man hier auch wirklich viel Geduld braucht. Und das ist natürlich für den klassischen Sonntagstouristen in der Regel eher unattraktiv. Trotzdem, Bergsteigerinnen und Bergsteiger gibt es heute auf der Welt wirklich viele, sodass der Ansturm während der Saison von November bis März trotzdem nicht gerade gering ist. Der Aconcagua hat also eine höchst seltene Rolle im Alpinismus eingenommen. Für Hardcore-Alpinisten ist der Normalweg und selbst die Polenroute jetzt nicht unfassbar interessant. Für Touristen ist der Normalweg oft schon zu uninteressant. Durch die Witterungen in diesem Gebiet sind Erfolgschancen geringer als auf Modebergen wie dem Kilimanjaro. Somit ergibt sich jedes Jahr ein Ansturm, aber man hat doch nicht das Gefühl, dass man hier von Overtourism und Massenabfertigung sprechen muss. Das liegt auch an dem Zeitfenster. Während auf den höchsten Bergen im Himalaya mal nur 2 oder 3 Wochen ideal sind, ist der Aconcagua am Jahresanfang und Ende immer gleich launisch, sodass sich potenzielle Massen relativ gut zerstreuen. Am Ende besteigen also viele Menschen den Aconcagua, aber der Berg zeigt sie kaum. Der Aconcagua ist ein besonderer Berg. Trailrunner stellen hier Stundenrekorde auf, Leute schleppen ihr Fahrrad hoch und die Witterung lässt trotzdem jedes Jahr Menschen oben unverschuldet sterben. So viele Extreme des Unglaublichen sieht man selten auf einem Berg mit solch einer Höhe. Und auch Alpinisten jeder Generation werden sich auch die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte am Aconcagua abarbeiten können.
Was haltet ihr von diesem Berg? Langweilig, weil der Normalweg zu leicht ist, oder spannende Herausforderung wegen der Höhe und der Unberechenbarkeit? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.